Nila ist unschuldig. Doch nach wie vor ist klar, dass die Namen dieser Agents über die Computer aus unserem Hauptquartier gestohlen wurden. Das steht einwandfrei fest. Und es steht auch einwandfrei fest, dass nur drei Personen Zugang zu diesem speziellen Account hatten. Rebecca, du und ich. At the beginning, since there are a series of attacks against Army Rangers who helped kill a notorious terrorist, and we find out that someone leaked the names of these Army Rangers. Donovan's campaign manager, Donovan is wrong. Yes. Senator Donovan finds out his father actually was being blackmailed by the terrorist into leaking information. Hat er verblüfft, wie leicht es dir gefallen ist, dich gegen Nila zu stellen. Aber ich hätte niemals geahnt, dass du etwas tun könntest, was so unfassbar ist. His first reaction is just purely emotional. Ich finde, du hättest mir sagen sollen, warum du das tust. Ich war das nicht. Du warst es nicht. Ich war es nicht. Wer war es dann? Sag's mir! There is a sense of, course, betrayal that Donovan feels. He is a candidate running for president. His father has aided and abetted terrorists. Du hast die Namen dieser Agents verraten. Für die Rettung deiner Kampagne. Everything he's done is for his son. And Gerald McCraney brings this to life in a really fascinating way. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine furchtbare Entscheidung getroffen. Ich habe all das Gute, das deine Präsidentschaft erreichen könnte, gegen diese sechs Leben aufgeworfen. Das sind nicht nur sechs Leben. Gott weiß, wie viele Menschen sterben könnten, wenn Jadallah bin Khalid diese Anschläge durchführt. What it really does is create some kind of fascinating family drama. Hör zu, ich erwarte nicht, dass du mir verzeihst, was ich getan habe. Wenn du damit zu Rebecca gehst, wirst du dich selbst ruinieren. His father has made this transgression, so he has to deal with his allegiance to his spouse, his allegiance to his country, and then his allegiance to his family. Ich fliehe dich an, bitte, bitte, wirf nicht alles weg, wofür wir dein ganzes Leben lang gearbeitet haben. So all of these things are coming into play. It just makes for a character dynamic that is someone who's in turmoil. Es war nicht mehr. Wer hat dann die Namen verraten? He tells me there's nothing I can do except to bring him in to interrogate him. He's been in touch with Binkley's people. He must have leads, and we need every lead that we can get. Du kennst mich. Wir sind eine Familie. Du und John, ihr habt in meinem Garten geheiratet. Denkst du ernsthaft, ich würde mit Terroristen kooperieren? CTU has rarely come up against someone as strong as Henry Donovan. Was zum Teufel soll das? John, bitte. Du hättest die Chance, noch was Gutes zu tun, Menschenleben zu retten, und du siehst das ja ab! Sag mir die Wahrheit!